Dankeschön. Bis dann. Alle 6 Wochen geht man zum Friseur, dann sind die Haare lang genug und dann werden sie geschnitten. Ja. Und hier ist guter Service, die Haare werden gut geschnitten. Perfekt. Wir waren das erste Mal, als Sie hier waren. So wie heute. Also mehr mit dem Wachsen und mit dem Feuer und so. Vorher war ich so eine Nase, habe ich mich erschrocken. Alles. Aber war gut. Aha, okay. Was für eine Frisur bekommt der Herr jetzt dort? Das ist ganz normaler Schnitt, also Seitenschnitt. Ganz runder Schnitt. Wie fühlen sich denn diese Wachsstäbchen eigentlich in der Nase an? Schön warm. Schön warm? Jetzt nicht mehr. Zu dicht, sonst brennt dein Haar. Okay. Jetzt eins. Wie jedes Mal, war gut. Das ging noch schnell. Also eine halbe Stunde, eine Stunde so. Also wann auch, wir haben Termin und sowas, kann man auch eine Stunde weg. Und dann machen wir in der Woche auch einen Tag frei. Okay. Also wenn auch wenig los, dann machen wir auch eine Pause. Ne? Also muss nicht jede Zeit hier sein. Also so wie es, ne? Gerade keine Kunden, dann sitzen wie Pause. Einfach runterschmeißen. Und das ist hier Zitrone drin. Wir haben gesagt, also 80% Zitrone drin. Also, das da steht, ne? Machst du darauf. Und mit Feuer, ne? Na, und das ist schon sauber. Ich komme jedes Mal her, schon seit Eröffnung hier. Es geht schnell, sieht gut aus und Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt gut. Ohne Termin. Ja, und ohne Termin halt, ne? Genau. Also ich war vorher bei anderen und da ist halt so mit einer Stunde Wartezeit, wenn man halt so hinkommt. Und das hat man hier halt nicht. Und ich sag mal, andere Friseure, die machen sowas ja nicht. Genau, sowas halt alles. Also da, wo ich halt vorher war, sowas gab es da halt nicht. Da gab es halt Haare schneiden, ich sag mal, für fast das Doppelte für, ich sag mal, jetzt so einen Haarschnitt, wenn denn überhaupt das möglich war. Darum vermute ich mal, dass der diese Alarm halt so gut und so erfolgreich hier geworden ist. Ich mach das schon lange und dann bei damals in Rostock war diese Möglichkeit nicht, dass man als Friseur hier arbeitet. Muss man dann immer
3 Jahre Ausbildung und dafür haben wir die Sprache anfangen nicht so gut gesprochen. Und dann jetzt später, wo Alan neue Öffnung gemacht, dann haben ich dann langsam angefangen und jetzt bin ich dabei. Morgen früh immer ist die Ältere, kommen dann meistens vorbei und dann Nachmittag kommen auch die Jungs nach dem Feierabend oder nach der Schule. Genau. So ein bisschen. So. Das ist unsere Lage, ne? Also das ist Wachs, ne? Also gibt es verschiedene Wachs, rot, also blau, orange und grau. Das ist Wachs vom Haar. Und meisten die Kunden möchten gerne auch Wachs. Gibt es Leute auch möchten gerne Haargel benutzen. Aber diese Aftershave auch. Viele nehmen sowas, ne? Diese blau. Das riecht sehr gut. Das Gelbe da oben? Die Gelbe, das ist vom Nasenhaare, ne? Ach so. Das war's. Haben Sie schon mal gesehen da, ne? Also vorher haben Sie schon gesehen. Das ist von Nasenhaare. Machen das viele Kunden? Ja, viele. Gibt es auch die Kunden, auch hatten keine Haare, also Glatze. Aber trotzdem kommen hier, sagt er, ich wollte Nasenhaare, Augenbrauen zupfen, Ohrenhaare und Bart rasieren. Ist es eigentlich gesund, die Nasenhaare nicht ziehen zu lassen so, oder? Also einmal im Monat kannst du machen. Also ein Monat oder eineinhalb ist okay, aber muss nicht jedes Mal zum Haare schneiden. Also hier gibt es auch, die Kunden jede Woche Haare schneiden, muss nicht jedes Mal auch Nasenhaare. Mhm. Aber ein Monat einmal ist okay. Also ich mache auch Nasenhaare. Nicht bei mir. War ja auch nicht irgendwie eine Art. Nö. Das kann man immer machen. Das machen wir ganz schnell. Augenbrauen zupfen. Mitfallen, ne? Wie funktioniert das? Das ist geheim, ne? Achso, ist geheim. Achso. Genau. Okay. Und dann geht's los. Was für Frisuren wollen die meisten Kunden haben meistens? Underkant. So alles zur Seite und Schatten rein rasieren. Jetzt der Zeit ist die Fassung 0 von unten, dann nach oben länger. Ne? Ganz. Das ist nicht anders als heute. Meistens andere Laden, die auch Puma stellen, hier auch Irokese, so stellen, hier alles. Das bin ich auch da, steht. Das ist meine Arbeit, da habe ich alles selber gemacht. Also wie lange mache ich das schon Friseur? Um Heimat, also habe ich schon gelernt, 2002, ne? Also mache ich gerne diese Arbeit. Und in Heimat habe ich auch, also nicht wie hier, habe ich auch da gearbeitet, aber nicht lange, aber hier habe ich seit 2000
11, also mit Chef. Also wir haben für die MS-Mai-Straße gearbeitet, war für die zwei Stühle. 2011, wir haben zusammen angefangen und bis jetzt, also ich arbeite hier und dann bis jetzt, wir haben 6 Läden so ungefähr. Früher war keiner hier Friseur und dann, wir haben mit Chef zusammen angefangen und dann jetzt läuft, ne? Macht ihr erst nach dem Feierabend noch? Nach Feierabend? Ja. Nach Hause. Manchmal ergibt es Sport. Oder was erledigen. Einkaufen manchmal. Ja. Nicht viel, ne? Sport. Oder zu Freunden manchmal. Tschüss. Thank you.